Bei welchem Account ziehen wir den besseren Spieler? Wir haben auf der einen Seite den RTG-Account und auf der anderen Seite den Main-Account. Genauso ein Video habe ich schon mal gemacht. Oben in der Infobox könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ich habe für euch 20 Player-Picks auf beiden Accounts vorbereitet. Wenn wir mit dem einen Account dann fertig sind, dann ziehen wir natürlich noch ein paar Packs. Hier bei dem RTG-Account, wo wir uns jetzt gerade befinden, habe ich noch so ein paar Luschen-Packs, sag ich mal, aus den Zielen. 82, 80 plus, 81er, irgendwas ist damit bei. Wir müssen mal gucken, was da so wirklich mit drin ist. Wir starten jetzt erstmal los. Leute, gerne gleich ein Abo und ein Like da lassen. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Let's go, wir fangen an. Bei welchem Account ziehen wir den besseren Spieler? Diesmal machen wir es natürlich so, dass wir nicht alle zusammenrechnen, sondern wir ziehen einfach die Spieler weg von links nach rechts und schauen dann mal, wo wir den besseren haben. Guck hier, 85 steht erstmal auf der Wahl hier. Aber ich denke mal, da wird schon noch was Besseres kommen. Da ist er doch schon eine 87 De Jong. Sehr schön. Aber ich denke mal, so ein 90er werden wir bestimmt ziehen, oder? Pajor. 2x87. Wir nehmen jetzt wirklich bloß einen Spieler, ja? Wo zieht man den besseren Spieler? Also ich bin echt gespannt. Ich möchte auch meinen, bei dem letzten Video, was ich damals gemacht habe, ist ja nur schon ein bisschen her, 1-2 Monate. Und da glaube ich auch wirklich, dass der Main-Account gewonnen hatte. Da habe ich aber alle zusammengerechnet und das war auch nicht so weit auseinander. Also war schon ziemlich knapp gewesen. Wie gesagt, wir brauchen ja so oder so ein paar coole Spieler für mein Team hier beim RTG-Account. Deswegen ist das ja nicht so schlecht mit De Jong. Bin ich schon mal ganz nice. Ich habe ja irgendwann nicht... Oh, Ødegaard. Irgendwann habe ich ja nachher den RTG nicht mehr weitergespielt. Deswegen habe ich ja noch so ein relativ normales Team. So, die ersten 10 haben wir gleich weg. Also bis jetzt sieht das ganz gut aus. 3x87, völlig in Ordnung bei 10 Dinger. Aber ich warte halt auf einen 89er oder so, ne? Oh, die letzten Dinger hier. Ja, Duplikate kann ich ja wirklich nicht viel haben, weil ich habe jetzt nicht so viel hier auf dem RTG im Verein, ne? Ah, um Neves nehmen wir auch nochmal mit hier. Blondo. So, 6 Stück noch. Come on. Thiago. Die letzten 5. Come on, gib mir mal noch ein bisschen was jetzt hier. Also 87, das kann doch nicht gewesen sein jetzt, oder? Come on, wir brauchen noch einen 88er, sonst gewinnt hier schon wieder der Mena-Konten. Sieht schlecht aus, Leute. Sieht echt schlecht aus. Die letzten 2. Und der letzte hier auf dem RTG. Thiago noch, okay. Also, es war schön, dass wir 87 gezogen haben. Ødegaard, Pajor und De Jong, ja. Aber 87 haben wir jetzt erstmal zu schlagen hier. Schauen wir jetzt erstmal in die Ziele und holen erstmal unsere ganzen komischen Packs ab hier. Das sind wir auch schon. 13 Packs, 78, 78, 80, 80, 80. 81 und ein 83er. Ja, come on, dann ziehen wir die ganz schnell weg hier. Also wenn was Cooles kommt, dann lasse ich das euch natürlich wissen. Aber ansonsten drücken wir hier gleich weiter. Was soll da auch bei sein? Oh, Joao Cancelo. Okay, was soll da bei sein? Erstmal gleich ein Walkout im ersten Pack, ja. Okay, und ich habe es noch schön weggedrückt. Ja, das muss eigentlich blau werden, oder? Das muss blau werden. Bis jetzt war noch nichts Cooles bei gewesen, also wirklich. Völlig lächerlich, alle so eine 83er, 82er. Ja, ist ja okay, ist ja bloß, ja, hier wieder 83er, ne? Also, ist ja okay, sind ja bloß 80er Packs, ne? Brauchen wir sich ja eigentlich nicht beschweren, ne? Also tatsächlich war hier wirklich nichts Cooles bei gewesen. Aber jetzt haben wir die letzten 3 Packs, die schauen wir uns natürlich an. 80x5, come on. Mal gucken. Dann haben wir noch ein 82er, glaube ich, oder ein 81er Pack und dennoch der 83er Pack. Das sieht schon mal wieder ganz schlecht aus hier. Thiago Aspas, 84. Mann, Mann, Mann. 85 so, ja, okay. Und Schießer noch, okay. Ja, kann ich ja irgendwo rinhauen in der SPC dann nachher, wenn ich mal wieder irgendeine SPC hier mache auf dem RTG. 81x2. Jetzt vielleicht. Also blau ist bis jetzt noch nicht geworden, ne? Also ich warte ja immer noch. Gut, können wir wegdrücken. Dzeko. Und Wilson. Wilson! Jetzt hat er 83er Pack. 83x2. Da könnte doch vielleicht was drin sein, oder? Gottes Willen, ey. Um Gottes Willen. Im 83er Pack ziehen wir einen 83er. Jawohl, das hat es ja richtig gebracht jetzt gerade. Also freut mich und Gerard noch.
Da folgen wir jetzt schon richtig drauf, wenn wir jetzt zum Main-Account springen. Da sind wir auch schon, Leute. Da sind wir auch schon. Jetzt müssen wir natürlich 87 schlagen. Nur einmal müssen wir das schlagen. Auch obwohl wir dreimal die 87 auf dem RTG gezogen haben. 85er Martinez, ne? Come on. Also hier werden wir das, also ein 87er werden wir garantiert schlagen. Davon gehe ich jetzt mal fest aus. Aber man weiß ja immer nicht, ne? Das ist ja manchmal bei EA so. Dann zieht man halt mal auch eine ganze Weile nur 83er und 82er. Hatte ich auch schon alles hinter mir, habe ich alles schon durch. Also bis jetzt hier, Trippier wieder. War wirklich Trippier, ja? Ne, Martinez. Martinez war gewesen, nicht Trippier. Martinez 85. Okay, wir haben die Zähne gleich weg jetzt hier. Bis jetzt hier, nichts. Oh, hätte ich doch Lukaku nehmen können. Ach, hätte ich eh weggeschmissen. Hätte ich eh weggeschmissen. Was ist denn los hier, Alter? Ihr braucht den ganzen Müll hier nicht. Sieht sehr schlecht aus, Leute. Sieht sehr schlecht aus, muss ich sagen. Wie viel haben wir hier noch? Oh, ja. Über 8 Stück haben wir noch. Wilson! Da ist er wieder. Ja, hier hat er eh so viele Duplikate. 86, Parejo, da ist er doch. Unser Parejo. Unser Kleiner, Mann. EA, Dankeschön, Dankeschön. Muss man wirklich sagen, ja. Wieder mal bei jedem Pack-Opening, was ich hier in EAFC gemacht habe, unser guter Parejo. Am Anfang habe ich das nämlich noch gar nicht so mitgekriegt. Erst, wo ich das dritte oder vierte Mal Pack-Opening gemacht habe, ist es mir dann wirklich aufgefallen, dass ich irgendwie Parejo ziehe. Entweder bei den Player-Picks oder bei den Packs. Immer. Immer, Leute. Immer ziehe ich Parejo. Wahnsinn. Wahnsinn. Das geht doch gar nicht. Okay, wie gesagt, Parejo trotzdem unser bester Spieler bis jetzt. Und wir haben die letzten 5 Karten hier auf dem Main-Account. Es sieht diesmal echt schlecht aus. Wer wieder an, ja. Ja, davon hätte ich gerne die Trotzkarte. Da ist es doch. Irene. Irene macht das Ding. Irene macht das Ding wieder. Natürlich. Main Account hat wieder gewonnen. Kann man schon mal gleich sagen. Aber wir ziehen jetzt gleich noch Packs, Leute. So wie ich es am Anfang gesagt habe. Dass wir von beiden Accounts Packs ziehen. Natürlich hier auf dem Main Account auch. Alles klar. Irene hat das Rennen gemacht für unseren Main Account hier. Aber nur um einen Gesamtpunkt mehr. Aber so ist es nun mal, ja. Also auch schon, wir starten ganz normal mit einem 81x2. Let's go. Ich glaube, 2 Stück habe ich davon, denn jetzt schon bei die 83er los. Hier wird es ein bisschen interessanter. Und hier bin ich eigentlich auch der Meinung, dass wir jetzt irgendwie einen Tots ziehen. 83x10 haben wir ja auch noch. Das kommt jetzt gleich. Insigne. Denk mal, so 5-6 Packs werden wir schon ziehen. Und wir werden natürlich auch natürlich ein paar Duplikate haben. Also ziemlich viele, denke ich mal. Aber alles unter 84 fliegt halt eh weg. Da ist er wieder. Leute, er ist wieder da. Er ist extra wieder zu mir gekommen. Natürlich. Nur zu mir. Nur zu mir. Ist das gottlos, Alter. Ist das gottlos. Echt. Ach, herrlich. Herrlich. Ach, ja. Ich muss wirklich sagen, der Typ, der nervt mich schon so dermaßen. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich bei irgendeiner Weekend League mal den einfach in Sturm setze und aus Trotz einfach mit dem Typen spiele. Komm, wir wollen doch hier noch einen Trotz haben oder sowas, ne? Und nicht hier irgend so ein Blödsinn. Ah, Mann. Nee, nee. Erst noch 83x2 und 83x3. Okay. Haben die wieder ein bisschen dran geschraubt an die Packs? Sind die wieder jetzt ein bisschen schlechter geworden oder so, ne? Griezmann, hey, hallo. Hallo. Und ich sag gerade noch, sind die Packs wieder ein bisschen schlechter geworden. Nee, doch nicht. Anscheinend ja doch nicht. Come on. 83x3. Na Gott sei Dank, Torwart. Gott sei Dank. Ich hab schon wieder gedacht, ey. Ich hab schon mal richtig Bammel. Wenn ich hier spanische Flagge sehe, ja, dann hab ich schon mal richtig Bammel. Fehlt bloß noch ZM. Ja, auch kein Tots? What?
auf, Junge. Wir ziehen erstmal Stones. Okay. Was schätzt du, wie viele Duplikate habe ich jetzt? Ich würde sagen 5. 6, sag ich. 6. Okay, ich habe ein bisschen untertrieben mit 6, ne? Das sind denn doch 8 geworden. Noch 3 Stück von den 83 mal 10. Eins machen wir jetzt noch auf, Leute. Wir nehmen die goldene Mitte und dann bin ich mal gespannt, was jetzt hier noch so kommt. Ob wir wieder so viele Duplikate kriegen. Natürlich kommen bloß ganz normale Goldspieler. Wir haben keinen Tots gezogen heute. Okay. Ist ja auch mal was Neues. Oberdorf, Double Walkout und der gute Kevin. Ja, damit bin ich eigentlich zufrieden. Das ist auch in Ordnung. Obwohl ich, glaube ich, beide noch habe im Verein. Aber das ist völlig in Ordnung. Das Pack ist zum Abschluss hier völlig okay. Ja, und der Rest ist, naja, der Rest ist, naja. Alles klar, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Mal wieder. Wir haben gesehen, der Main-Account hat gewonnen, aber die Packs waren diesmal auch bei Main-Accounts nicht so wirklich dolle, oder?